Vandalismus im Wohngebiet. Ilka Fischer und Christian Reuter erfahren jetzt, dass der Täter möglicherweise in direkter Nachbarschaft wohnt. Hallo. 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 Ich haben Sie angerufen? Angerufen? Ja, Karin. Ja, Maya. Fischer, Maya, Tag. Danke hallo. Schön. Ja, Tag. Maya, hallo. Hallo, nicht über Kreuz. Müssen Sie sich anschauen. Ja, danke. Wir sind ein bisschen nervös. Wir kommen vom Einkaufen, wir kommen nach Hause. Der ganze Garten, alles verwüstet. Unsere ganzen Möbel. Ja. Blumenkübel, alles zerschlimmert. Der Müll liegt da Müll unten liegt auf da der Wiese. Dann zeigen Sie es uns doch einmal. In dem Wohngebiet in Köln-Worringen geht es sonst eher beschaulich zu. Als die Beamten allerdings den Garten sehen, ist klar, hier hat jemand seiner Wut freien Lauf gelassen. Haben Sie Ärger mit irgendjemandem, Nachbarn oder Firma oder so? Unser Nachbar ist ein bisschen schwierig. Ist ein schwieriger Mann, aber ich kann mir nicht vorstellen. Also jetzt richtig aber Streit. Noch nie Theater gehabt? Nein, richtig Streit nicht. Okay. Der Nachbar zu Ihrer rechten, linken? Hier, hier drüben. Ja. Ja, die Sachen sind ja auch kaputt, ne? Genau. Wem ist der Schlüssel hier? Also meiner ist es nicht. Nee, meiner auch nicht. Ich habe gar keinen dabei. Nee. Der ist nur im Auto, oder? Ja. Steht was drauf am Schlüssel? Zufällig? Nee. Nee. Liegt auf jeden Fall eine Weile, weil warte mal, es nass ist. Das rote? Das ist der Schlüssel von ihm. Von das ist von Jürgen. Ja, auch Unkrautvernichter ist alles nicht Ihnen. Nein, sowas also jetzt hier nein, ich nie benutzen Sie sehen wir gar mal, nicht. Also wir geben uns Mühe, hier einen schönen Garten zu machen. Ich bin völlig fassungslos. Ja. Also irgendeiner muss uns das hingestellt haben, der das, keine Ahnung. Da können Sie ruhig die Fingerabdrücke nehmen, also, da habe ich kein Problem. Ich dachte immer, sowas geht nie kaputt hier. Ja, das sagt aber es ist schon richtig mutwillig passiert. Da hat jemand wohl mit Kraft. Ja. Richtig zerstört. Kommen zu den Nachbarn? Kommen Sie gerade mit außen rum? Nachbarschaftsstreitigkeit ist tatsächlich immer wiederkehrend ein Thema. Da geht es wirklich um den Baum, der zu nah am Zaun steht oder die Bäume, die irgendwie Früchte über den, in den anderen Garten hängen haben, als auch der Zaun zu falsch, zu hoch, die falsche Farbe hat etc. Mir selber ist mein Nachbar mir auf die Pelle gerückt, weil ich die falsche Farbe an der Hauswand hatte. Hallo, Frau Schmidt. Hallo. Ja, kennen Sie diesen Schlüssel? Das ist der Schlüssel von meinem Mann. Wie kommen Sie denn zu dem Schlüssel von meinem Mann? Den haben wir jetzt bei den Nachbarn im Garten gefunden. Die Familie Meier ist Ihnen ja bekannt, ne? Ja, hallo. Uns ist der ganze Garten verwüstet, alles kaputtgeschlagen und der Schlüssel lag da mittendrin. Was wollen Sie jetzt von mir? Ja, wir haben eigentlich erstmal den Schlüsselinhaber. Das kann ja wohl nicht. Können wir Ihren Mann mal sprechen? Ja, der ist unten im Keller. Können wir gerade einmal mitkommen? Der macht die Wäsche. Können wir gerade einmal mitkommen, Ihren Mann fragen, wie der Schlüssel da hinkommt? Ein Motiv für die Tat hat der streitsüchtige Nachbar. Doch vielleicht ist das Ehepaar mit dem verwüsteten Garten gar nicht so unschuldig wie zunächst gedacht. Guten Tag. Kennen Sie den Schlüssel? Ja, das ist mein Schlüssel. Haben Sie ihn nicht vermisst? Nö. Werde ich wohl verloren haben. Genau. Aber wissen Sie, wo Sie den verloren haben? Ja, wahrscheinlich im Nachbarsgarten. Genau. Richtig. Waren Sie da oder was? Da bin ich gewesen. Bei den Nachbarn im Garten? Weil der bei mir gewesen ist. Er hat den Kirschbaum vergiftet. Hä? Ja, ich war nämlich so clever und habe vor 4 Tagen eine Überwachungskamera aufgehangen. Was? Und du überwachst unseren Garten? Ja, ganz genau. Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Du musst ja nicht alles wissen. Man ja, hört immer, Sie haben auch ein gutes Verhältnis hier. Man hört immer so viel in den Nachrichten und in den Medien, wie viele Leute über die Terrassentür einbrechen. Und wer weiß, was die Meyers machen. Und das gibt dir jetzt einen Grund, eine Kamera aufzuhängen? Ja, ganz genau. Und das sagst du mir nicht? Richtig, das ganz genau. So, dann haben Sie den Herrn Meyer gesehen? Richtig. Wie der bei Ihnen im Garten war? Ganz genau. Diese Aufnahmen interessieren die Beamten natürlich brennend. Nach der Sichtung des belastenden Materials stellen Christian Reuter und Ilka Fischer die angeblich unschuldigen Nachbarn zur Rede. So, wir haben jetzt gerade eine Videosequenz gesichtet, wo Sie hier über den Zaun springen und die Kamera verdrehen. Was hast du gemacht? Also waren Sie hier drin? Ja, sagen wir mal so. Also noch mehr Beweise brauchen wir hier genau. Und dann wird das Unkrautvernichtungsmittel bei dir drüben gefunden. Ich bitte dich. Lassen Sie ihn doch jetzt einmal aussprechen. Sonst hören wir doch gar nicht, warum er hier war. Was hast du hier gemacht? Du weißt doch, wenn du wieder... Lass ihn doch gerade aussprechen. Jürgen, pass auf. Du hast mir vor Jahren gesagt, deine Äpfel darf ich nicht haben. Weißt du das noch? Richtig, ganz genau. So, genau. Ich lasse sie lieber und da habe ich mich sehr geärgert. Du weißt ganz genau, du lässt lieber Sachen verrotten, die zu essen verhungern so viele Menschen auf der Erde. Dann bin ich halt heute Morgen schnell rüber. Lassen Sie ihn doch zu Ende sprechen. Und habe mir die, aber ich habe keine von dem Baum genommen, ja? Ich habe mir halt ein paar vom Boden aufgesammelt. Das war alles. Diebstahl ist Diebstahl. Ob die jetzt hängen oder liegen, auf dem Boden liegen, bitte. Das Bäumchen habe ich jedenfalls nicht angeholt. Mein Kollege fragt. Ich habe so oft. Mein Kollege fragt. Haben Sie sich denn schon Äpfel geholt? Niemals.
Das schwöre ich wirklich. Können wir die Aufnahme... Es tut mir wirklich... Sie können es gerne vorspulen. Können wir die Aufnahme noch mal ein bisschen von vorne sehen? Es tut mir leid, Jürgen. Es tut mir leid. Ich glaube das nicht, dass du hier drüben warst. Ja, natürlich. Haben Sie denn sonst schon mal Feststellungen gehabt an anderen Tagen? Vielleicht angebracht gewesen. Entscheidend ist, Sie haben hier nichts zu suchen. Bei der erneuten Sichtung des Überwachungsmaterials taucht ein weiteres Video auf, das vor 4 Tagen aufgrund des Bewegungsmelders automatisch aufgenommen wurde. Ja, das sind Sie. Hä? Mit einem Handwerker. Was soll das? Wer ist das? Sieht wie ein Handwerker aus. Keine Ahnung. Ja. Haben Sie vielleicht Gartenarbeiten geplant oder was? Oder ist was beschädigt oder was? Oder was soll das? Ist das? Ein Maß? Was hat der in meinem Garten zu suchen? Ich hab dich was gefragt. Antworte. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, was du mit dem da zu tun hast? Was wird denn da gemessen? Willst du eine Weitsprunganlage bauen oder was? Ja klar, warum nicht? Ich bin doch sportlich. Ich glaube es hat. Naja, also ich glaube, irgendein Sarkasmus. Ich würde gerne meinen Pool haben, den du mir schon vor Jahren versprochen hast. Wir hatten einen Rekordsommer und ich habe mir hier wirklich den Bobs abgeschwitzt. Ja, so, und du kriegst es nicht hin, mir einfach mal einen kleinen Planschbecken oder irgendwas da. Diese Diskussion hatten wir schon so oft. Ja, es gibt keine. Ja, dann nimm dir ein bisschen Geld und geh ins Schwimmbad. Moment, hab ich dir recht verstanden? Haben Sie das gemacht oder was? Ich habe mir einen Poolbauer organisiert, weil ich mir den jetzt selber setzen wollte, den Pool, weil mein Herr Gatte das ja nicht hinkriegt. Ja, aber mit diesem Kirschbaum, beziehungsweise der mal einer werden will, haben Sie das Zeug da reingekippt? Ja, der junge Mann wahrscheinlich ja nicht, oder müssen wir den jetzt auch noch befragen? So, und Sie haben jetzt gedacht, aufgrund der Aufnahme, das wäre der Herr Meier gewesen. Wer geht denn sonst in den Garten, entdeckt eine Kamera und dreht sie um? Macht ja Sinn. Da war das für mich zusammenhängt, aber das ist ja wohl die Unverschämtheit. Also wenn ich das jetzt sehe... Garten wird nicht umgegraben. Der Kirschbaum scheint im Weg zu sein, oder? Was meinst du denn, warum ich den Kirschbaum pflanzen wollte, damit der groß genug wird, damit da kein Pool hinkommt und du damit aufhörst, mir auf die Eier zu gehen damit? Bei diesem Ehepaar gibt es ganz offensichtlich einige unausgesprochene Probleme, die jedoch nicht Angelegenheit der Polizei sind. Die Sachbeschädigung in Nachbars Garten allerdings schon. So, dann sind Sie aber rübergegangen, haben alles kurz und klein geschlagen. Ja, richtig, weil ich wütend war. Ich habe ihn auf der... Und pass auf, dann leere ich Sie mal her, damit wir hier mal zu Potte kommen. Sie sind beschuldigt am Strafverfahren, ne? Wenn Sie drüben waren, aus Friedensbruch, Sachbeschädigung. Ich gehe mal davon aus, die Familie Meier stellt Strafantrag, ne? Also es tut mir leid, jetzt hast du es selber gesehen. Herr Meier, ich weiß, wirklich. Meier, ganz kurz. Ja, aber du bist auch über unseren Zaun. Da kommen wir gleich zu. Entschuldige mich, wegen den Äpfeln ist es in Ordnung jetzt. Da kommen wir gleich zu. Aber so läuft es nicht. Alles uns kaputt machen. Ich habe dir nichts kaputt gemacht. Müssen wir meinem Kollegen einmal zuhören, sonst kommen wir hier nie weiter. Genau, wir fertigen gegen Sie eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Und gegen den Herrn Meier eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl. Ja, genau. Und die Äpfel sind ihm, haben sie nichts zu suchen. Genau, dann würde ich vielleicht mal überdenken, deswegen hören Sie mal ganz kurz zu, mal überdenken, wie das jetzt hier weitergeht. Weil Sie wohnen hier Tür an Tür. Also ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Ich gebe Ihnen mal Ihren Schlüssel wieder. Und auch hier mit Pool und nicht Pool und so, aber das hat die Polizei nichts mit zu tun. Nein, das sind ja Privatangelegenheiten. Und wenn du nichts mehr hast, ich bin fertig. Hast du mir denn ein Angebot zu machen? Irgendein Angebot nach der Nummer. Was haltet ihr denn davon, wenn wir uns Sonntag mal zusammensetzen und eine Tasse Kaffee trinken und einen Apfelkuchen essen? Wir machen es ganz einfach. Wenn du deine Anzeigen zurückziehst, ziehe ich meine auch zurück und du kannst die Äpfel alle geschenkt haben. Wobei der Schaden, der bei ihm entstanden ist, ist wesentlich höher als hier die paar Äpfel. Ne? Also, aber okay, dann müssen Sie selber, wenn das hier gut ist, also wir wollen nicht jetzt... Wir wollen jetzt jeden Tag... Gut. Dann wären wir weg. Ja, ist okay. Ja, dann sind wir froh, dass wir helfen konnten. Okay.